und ein herzliches Willkommen zum letzten Teil meiner Aufnahmesession. Hey, ich bin von Lüa, Gameplays als Hobby und wir spielen hier zusammen immer noch Hellblade, Senua's Sacrifice. Und wir sind hier in der dritten Prüfung um den Baum herum. Gut, den Baum sieht man jetzt nicht mehr. Doch, da hinten war der irgendwo. Da. Ständig diese Rune finden, das ist echt nervig. Ja. Wir schauen uns aber trotzdem erstmal um. Können wir hier aufmachen? Ist geschlossen. So, lassen wir erstmal die Brücke runter. Das ist wichtig. So, sehr schön. Jetzt haben wir, müssen wir natürlich erstmal wahrscheinlich die Rune aktivieren, damit ich sie suchen kann. Schauen wir mal. Fokus. Ich wette mal, ich muss dafür wieder in die, ich sag jetzt mal, in die zerstörte Welt. Das ist wahrscheinlich der Grund dazu. Schauen wir mal, ob wir es da direkt finden. Echt eine geile Idee und gut gemacht. Wahnsinn. So, jetzt haben wir da natürlich die Brücke, weil hier sind die Treppen ja ganz, hier nicht mehr. Also gehen wir hier entlang. Dillian, there he is. What are you waiting for? Quick, find a way. Find him. Go for him. Before he disappears. Dillian, don't lose him. He's away too many times. You can always let him disappear. Dillian, there he Where is. Where is he? Where's he gone? We're in the wrong world. He's not here. She's in the wrong world. He's not in this world. He's in the other one. Aber hier ist die Tür offen. Kann ich die jetzt auch aufmachen? Nee, ne? The world once seemed so simple. Black and white. Darkness and light. Narrow dividing lines of our own making. Dillian taught her to see further. To peek through the cracks and see the worlds of color stretching away from the gloom. And Senua explored new paths into the unknown. Das Fenster wäre fast richtig. Vielleicht in der dunklen Welt. Gods feast and rejoice and amuse themselves by throwing spears and stones at Baldur, striking at him with sword and axe. But he comes to no harm, whatever they do. The gods never cease to wonder at this great marvel. But Loki shapes himself into a woman and asks Baldur's mother, "Is it really true that all things promise to keep him safe?" I did not ask the mistletoe, Baldur's mother confesses. I thought it was too young. Oh dear. Wie bei God of War. Interessant, echt gut. Ja, das ist, wird mit Sicherheit das Fenster sein, aber wie gesagt von der anderen Seite. Ansonsten sehe ich hier nichts, was dem ähnlich kommen sollte. Not in this world. Not in this world.
You can't. Da muss ich es doch irgendwie anders finden, anders sehen. He's the reason she's alive at all. Ah, okay. You've got it. Why isn't he here? He's gone. He's in the dark world. He's gone to the dark world. You're in the wrong world. Auch wenn nicht wirklich viel passiert in dem Spiel, aber irgendwie ist es, es hat was. Es ist interessant, also sonst würde ich ja auch nicht weiterspielen. He didn't believe that she was cursed. Wie gesagt, die Idee ist echt klasse umgesetzt, das ist cool. Bis halt das mit diesen Runen finden, das ist so langsam langweilig, das kommt ein bisschen oft vor. Open the gate! Let me in! Einmal Poltergeist. Was ist hier drin schon wieder? Where are you taking him? He's up there. How do you get up there? There's a way. So Welten- und Zeitenverschiebungen-Sachen hier finde ich sowieso immer geil. Mir gefällt sowas. Nee, noch nicht ganz. So stimmt das doch, oder? So. You are guilty. Geht doch. Was it worth it? Was haben wir hier noch? Loki makes a dart out of mistletoe and goes to the gods as they throw things at Balder. The blind god, Höth, was there. Loki asks him why he wasn't taking Pollard. Höth says, I cannot see where Balder stands. And even if I could see him, I have no weapon. Was it worth it? Loki replies, here is a wand. I will tell you where he stands. And Höth throws the mistletoe at Balder. It pierces through him, and to everyone's horror, Balder is killed. And for this, Höth is slain. Hinterhältiger Loki. So, hier geht's hoch. Oh, schon wieder so langweilige Runen. Drei Stück, ey. The Northmen tell how the gods mourned Balder. His body was to be burnt on his ship. But they could not manage to push it into the sea and sent for a giantess to do it. She comes riding a wolf and has vipers for her reins. She pushes Baldur's ship into the sea with such force that the ground shakes and the rollers burst into flames. When Baldur's wife sees his body carried onto the ship, her heart bursts with grief and she dies. She's put next to her husband and the pyre is lit. Sending the dead to hell. But even so, the gods cannot accept his death. Und wieder drei Runen. Ganz toll. Years had passed since she left her father. She trained hard alongside her friend, Dillian. She saw things no one else could. Patterns, shapes, movement. An intuition that made her an exceptional warrior. Gibt's hier unten vielleicht jetzt nochmal eine Form davon? Friendship turned to love. But the shadow of darkness never let her go.
and she was caught between two worlds. Oder nur oben. Scheinbar nur oben, ne? A future. Two realities tearing at her soul. Svet hat viel erzählt, aber ich muss dann natürlich lesen, während ich spiele. Ab und zu bestehen bleiben und manchmal kann ich auch mit Laufen lesen. Aber dann verpasse ich eventuell ein bisschen was, also muss ich immer echt aufpassen. Wo geht's hier? Your curse has claimed Dillian. Ah, hier gibt's etwas zu sehen. Ich sehe es schon. Okay, das geht nur auf der anderen Seite. Okay, da muss ich jetzt wohl in die andere Welt wieder. Ich sag jetzt mal in die heile Welt. Dillian doesn't know who killed him, but we do. Oh, direkt hier unten, oder was? Was kommt einem Pfeil gleich? So, bitteschön. Pfeil. Natürlich bin ich was Besonderes. Hörst du nicht die ganzen Stimmen in meinem Kopf? Ah, hier haben wir nochmal so eine kleine Geschichte. Overcome with grief, the gods send Hermod to ride to Hel and ask Hela to let Baldur return home. All the gods are weeping, he says. Are they? Asks Hela. We shall see if he is truly missed. If everything in the world will weep for him, he shall go back to the gods. But if even one thing refuses, Baldur stays with me. The gods send messengers everywhere. Weep for Baldur. Weep him out of hell. And everything wept. Men, beasts, earth, stone, trees, metal, everything, except for a giantess they find in a cave. Baldur was never my friend, she says. Let Hel keep what she has. The Northmen say that the giantess must have been Loki in disguise. He's the reason she's alive at all. Wo geht's hier hin? Anscheinend zur Rune. Aber hier komme ich nicht raus. Nope. Dazu muss ich wahrscheinlich da durchblicken oder sowas, keine Ahnung. Dazu muss ich aber die Tür hier erstmal öffnen. Was ein Hin und Her. Hätte auch drinnen zurücklaufen können. So, von hier aus kann ich da bestimmt nicht reingucken, oder? Nee. Ach, guck an, da ist es doch schon. Aber verkehrt rum. Do you remember meeting him beneath the tree?
sind die Stimmen auf jeden Fall heftiger. Vielleicht sollte ich in der anderen Welt bleiben. Für immer. Sollte ich es mir hier schön machen, ein bisschen was anbauen, damit ich nicht verhungere. Ich habe ja immer einen entsprechenden Kopf, also eigentlich ist mein Freund immer bei mir. Why didn't she listen to her father? She thought she could defy him. Aber wie gesagt, ich finde die Umsetzung des Spiels echt interessant. Das haben wir echt cool hingekriegt. Gefällt mir. Genau deswegen spiele ich es ja auch weiter. Wie gesagt, wenn man danach geht, was hier so an Action passiert und sowas, passiert ja doch relativ wenig. Also in der Hinsicht ist das Spiel natürlich nicht so anziehend. The Northmen tell how the gods punished Loki for Baldur's death. They captured him and took him to a cave. They fetched his two sons and turned one into a wolf, and he ripped his brother apart. The gods used Loki's own son's entrails to tie him down and turned these bonds to iron and dangled a poisonous serpent over his face so that its venom would drip onto him. Each time the venom drips onto Loki's face, he writhes in agony. The Northmen say that is the cause of earthquakes. Mm-hmm. A reminder, perhaps, that if even gods must accept death, then so must we. Interessante Wege zum Quälen hier. Klingt so ein bisschen nach so alles. Open the door. Natürlich muss ich hier in der dunklen Welt dann natürlich entlang gehen, ne? Ist ja klar. Also ein bisschen mehr Rennen wäre schon nicht, wäre nicht. Ich sollte aufhören zu reden. Ach, guck an, hier ist sogar auch so ein Teil. Hab ich gar nicht gesehen gehabt. Scheiße, hätte ich eine Abkürzung gehabt. Hab ich echt nicht drauf geachtet, scheiße. Naja, egal, zu spät. Jetzt haben wir es ja schon fertig hier. Was war denn das? Wieder draußen. Oh, hoffentlich fallen wir nicht runter. Dillian! Na klar muss ich darüber, ist ja klar. Dillian never much cared for the underworld and looked dimly upon the druids like her father, Zinbel. I guess he took after his father. A chieftain who believed nothing he couldn't see. Hör auf zu schwanken. And he happened to be blind. Genau, bleib so. She felt safe in Dillian's arms. Learned to see the world through his eyes. Slowly. Das war knapp. The darkness that had bound her so tightly. Was schwankt die so? Began to unravel. You're going to fall, careful. No, she's not. She's not going to fall. She's strong. She's steady. She can do it. You can do it, Sinwa. Sinwa. Your father cannot understand your darkness. He cannot see through your eyes. No one can. My own father was born blind. Doesn't have the faintest idea of what the night looks like.
The word dark to him means as little as the word light. So someone is afraid of the dark. Should we fix them by taking away their sight? Would you give up the beautiful world that you, and only you, can see just to be rid of your nightmares? Or is this the price you pay for the gift you have? The gift that makes you so special in my eyes. Just another part of the person I'm not. War das Dylan? I left for the wilds to protect you from my darkness. Because I love you. But it made it worse. I'm so sorry. Killing you would be too easy. They're taking your memories to torture you. They're taking them from inside. So, uns fehlt jetzt eigentlich nur noch eine Prüfung, aber das kommt dann wohl erst im nächsten Teil. Wir sind wieder bei 21,5 Minuten und somit heißt es wieder Tschö mit Ö. Das war Hellblade, Senua's Sacrifice. Mit von Nöhr Gameplays als Hobby. Sie wollen deinen Söhnen töten, denn er wird mit deinen Erinnerungen verschwinden. Ja, okay. Soll er doch. So, haltet mal still. Wenn es euch gefallen hat, ihr dürft mir gerne einen Daumen oben da lassen oder ein Abo, falls ihr mich noch nicht abonniert habt und nichts verpassen wollt. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns beim nächsten Teil, beziehungsweise bei einem anderen Let's Play, falls ihr euch noch was für was anderes interessiert, was ich gespielt habe. Und ja, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss und habt keine Angst vor der Dunkelheit.